Hallo und herzlich willkommen auf Movie Boy. Heute präsentiere ich euch mal wieder eine Horrorgeschichte, die auf wahren Ereignissen beruht. Vergessen auf offener See, wenn Albträume wahr werden. Die Welt unter Wasser ist eine geheimnisvolle und zugleich auch atemberaubend schöne Welt. Wer dieses Ökosystem voller Leben und Artenreichtum näher kennenlernen will, kann dies durch einen faszinierenden Sport tun, das Tauchen. Doch auch hier lauern verschiedene Horrorszenarien. Stellt euch mal vor, ihr befindet euch im Urlaub und bekommt die Möglichkeit, an einem Tauchertrip teilzunehmen. Ihr fahrt mit einer Gruppe von Fremden und einem Boot weit auf das Meer hinaus und verbringt dort mehrere Stunden auf offener See. Es fühlt sich unter Wasser fast wie ein Traum an. Die vielen Fische und Korallen, einfach eine ganz eigene Welt, die ihr vielleicht zuvor noch gar nicht kanntet. Als der Sauerstoff langsam zur Neige geht, taucht ihr auf und bemerkt, dass das Boot mit den Touristenführern auf einmal verschwunden ist. Niemand der anderen Leute hatte bemerkt, dass du nicht wieder an Bord gekommen bist. Genau dieser Albtraum ist einem Paar namens Tom und Eileen Lonegan passiert. Am 27. Januar 1998 bemerkte man das Verschwinden von Tom und Eileen, die 2 Tage zuvor an einem Taucherausflug am Great Barrier Reef teilgenommen hatten und nach einem Fehler beim Durchzählen auf offener See zurückgelassen wurden. Das Paar ist seitdem wie vom Erdboden verschluckt. Nur ein Taucheranzug fand man einige Wochen später an einem Strand. Die Regeln verlangen es eigentlich, dass vor der Rückfahrt gezählt wird. An diesem Tag hat es aber ein Durcheinander gegeben, weil 2 Ausflügler nach Abgabe der Taucherausrüstung nochmal ins Wasser gesprungen waren, um zu schwimmen. Da diese 2 offenbar doppelt gezählt wurden, fiel das Fehlen von Tom und Eileen Lonegan niemand auf und erstaunlicherweise ebenso wenig, dass 2 komplette Tauchausrüstung fehlten. Während der Rest der Gruppe den letzten Tauchgang mit den Instruktoren absolviert hatte, war das amerikanische Paar auf eigene Faust losgezogen und tauchte einfach viel zu spät auf. Stell dir mal vor, du schwimmst auf dem offenen Meer ohne Schwimmweste und es ist einfach kein Land mehr in Sicht. Auch geübte Schwimmer bekommen irgendwann Krämpfe in den Armen. Die Hilflosigkeit und die Panik muss erdrückend gewesen sein. Außerdem wurde das Verschwinden erst 2 Tage später bemerkt, weil ein Sack mit Kleidern und einem Geldbeutel auf dem Boot gefunden wurde, das niemand abholte. Beim Durchsuchen der Gegenstände fand die Crew einen Hinweis von einem Hotel. Nach einem Anruf dort wurde klar, dass Tom und Eileen dort nicht mehr gesehen wurden. 48 Stunden nachdem die MV Outer Edge die Lonegans 40 Meilen von der Küste entfernt im offenen Meer zurückgelassen hatte, begann erst die Suche nach den beiden. 5 Tage lang suchten Schiffe und Helikopter der australischen Marine die Gegend großräumig ab, ohne Ergebnis. Das Ehepaar bleibt bis heute spurlos verschwunden. Die Geschichte wurde übrigens in einem Film namens Open Water thematisiert. Experten gehen davon aus, dass das Ehepaar ertrunken ist oder sogar von Haien gefressen wurde. Wenn ihr weiterhin Lust habt auf so Horrorgeschichten, die auf wahren Ereignissen beruhen, abonniert meinen Kanal und lasst mir doch gerne ein Like auf diesem Video da.